Was ist der Friday Gold Rush und wie kann er dich bei deinem Trading unterstützen? Genau darum geht es in diesem kurzen Video für Finanzmarktwelt, wie du den Friday Gold Rush für dich in deinem Trading nutzen kannst. Dabei handelt es sich nämlich um eine ganz einfache Kapitalmarktanomalie, eine ganz einfache Idee, wie du im Gold bessere Ergebnisse erzielst. Und ich werde dir am Ende vom Video einen Backtest zeigen, über 20 Jahre zurück. Ich werde dir Live-Statistiken zeigen und werde diese Strategie mit dir besprechen, auch wenn sie in den letzten Jahren nicht die optimalen Ergebnisse erzielt hat. Sie war positiv, das ist klar, aber der Gold Long hat besser funktioniert. Dennoch, die Jahre davor konnte der Friday Gold Rush risikoertragsadjustiert den Markt deutlich schlagen. Und das ist ja auch immer wichtig. Viele Trader gucken nur nach dem Ertrag, dem maximalen Erfolg an der Börse, 300% in einer Woche. Wunderbar, aber ich würde mir immer auch das Risiko angucken. So habe ich das als Portfolio-Manager auch gelernt. Deswegen werde ich dir diese Strategie auch ertragsrisikoadjustiert vorstellen. Und nun, was ist der Friday Gold Rush? Du siehst hier im Chart einmal Gold in den letzten 6 Wochen. Du siehst den Verlauf vom Gold. Wir haben ein leichtes Plus. Du siehst aber auch, nachdem wir das All-Time-High im Gold erreicht haben, über 2000 US-Dollar, ging es etwas volatiler zur Sache, insbesondere die steigenden Zinsen sind hier, glaube ich, der Treiber gewesen, warum Gold auch eingebrochen ist. Und in den letzten Wochen sind wir eher seitwärts gelaufen. Und du siehst auch, die Volatilität im Gold hat sich etwas erhöht. Es ist ja normal, wenn Kurse langsam und stetig ansteigen, wenn sie neue All-Time-Highs machen, dass die Volatilität dann etwas rausgeht. Aber wenn eine Korrektur einsetzt, in der Regel dann eher die Volatilität etwas ansteigt. Also nichts Neues unter der Sonne, ein ganz normaler Chart, den du hier siehst. Aber hier eben auch mit Pfeilen und grünen Strichen dargestellt, die eben den Friday Gold Rush symbolisieren sollen. Du siehst es, jeweils am Donnerstagabend um 22 Uhr gehe ich hier in den Markt long. Ich kaufe also mit dieser einfachen Analyse Gold und halte die Position bis Freitag um 22 Uhr. Also Donnerstagabend rein bis Freitag um 22 Uhr. Du bist also 24 Stunden im Gold investiert. Wichtig, setz das bitte nicht über ETCs um, sondern nutze hier Derivate wie zum Beispiel CFDs, Zertifikate, Futures oder auch gerne Optionen, denn die sind von den Transaktionskosten und den Geldbriefspannen etwas günstiger als ein ETC, weil das natürlich eine sehr kurzfristige Positionierung ist. Du bist gerade mal 24 Stunden im Gold long. Nun, dann kannst du sagen, das ist ja wirklich sehr, sehr einfach. Jeden Freitag bin ich Gold long, setze also auf steigende Kurse und ich werde dir das Ergebnis im Backtest gleich zeigen. Kann sowas Leichtes denn funktionieren? Ja, es kann funktionieren und es funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Natürlich kannst du es weiter verbessern, wenn du jetzt in Charttechnik ausgebildet bist, wenn du meinetwegen Volume Profile nutzt, wenn du vielleicht auch den entsprechenden Sentiment-Indikator nutzt, den ich mir immer anschaue, wenn du es mit der Saisonalität noch kombinierst, kannst du diese einfache Analyse verbessern. Aber die Grundidee, dass am Freitag Gold steigt, die scheint schon mal ganz gut zu funktionieren. Ich habe dir die letzten 6 Trades mal mitgebracht. 3 waren im Plus, 3 waren im Minus. Das entspricht auch ungefähr der Statistik, die wir uns gleich noch anschauen. Und nun schau doch einmal hier. Im Juli vom 23. auf den 24. ging der Markt relativ smooth nach oben, ungefähr 0,8%. Ähnliches Bild dann vom 30. Juli bis zum 31. Juli, hier direkt vor dem Monatswechsel, leichter, moderater Anstieg. Dann hast du hier auf dem All-Time-High freitags auch wieder das Signal bekommen, long zu sein. Hier ging es mit einem größeren Verlust von ungefähr 1,4% dann gegen dich. Kleiner Verlust dann hier im August und dann hier nochmal ein kleiner Verlust und am Freitag hat es vor dem Monatswechsel wieder relativ gut funktioniert, ein Plus von 1,8%. In Summe steht ungefähr 1% auf der Uhr nach 6 Signalen. Das ist durchaus in Ordnung und entspricht auch ungefähr dem Erwartungswert, wie man ihn sich langfristig angucken kann. Und bevor ich dir jetzt die Backtests und die Statistik zeige und dir auch sage, warum ich jetzt glaube, dass in den nächsten Wochen der Gold Rush auch vielleicht nochmal ein bisschen besser funktioniert, lass mich noch kurz sagen, warum ich denke, dass diese einfache Kapitalmarktanomalie, freitags Gold kaufen, ist nun wirklich leicht mit dem Friday Gold Rush, warum ich denke, dass der Friday Gold Rush gut funktioniert. Sind für mich im Wesentlichen 2 Gründe. Das erste von 2 Gründen ist nämlich, dass Gold eine Versicherung ist. Da erzähle ich dir nichts Neues. Gold ist ein Safe Haven. Institutionelle Anleger können am Wochenende keinen Stop-Loss setzen. Wenn etwas Schlimmes auf der Erde passiert, werden am Montagmorgen die Aktienkurse fallen, Anleihenkurse und auch der Goldpreis tendenziell steigen. Und in der Erwartung, dass man eine Versicherung braucht, könnte eben Gold am Freitag auch nach oben gehen. Das ist für mich eine logische Konsequenz daraus,
dass eben am Wochenende keine Versicherungen im Markt da sind, dass man keinen Stop-Loss hat und dass man eben als Portfolio-Manager gut beraten ist, vielleicht hier kurzfristig Gold als Versicherung ins Depot reinzunehmen. Nun, dann fragst du, warum gehe ich Freitagabend raus und nicht am Montag erst? Du kannst auch bis Montag drin bleiben. Das ändert vom Ergebnis und vom Backtest nicht besonders viel. Der einzige Unterschied ist, dass du 2 Tage mehr Cost of Carry hast, also 2 Tage mehr Haltekosten. Das brauchst du natürlich als privater Trader nicht unbedingt und seien wir ehrlich, was richtig Schlimmes am Wochenende passiert, zum Glück selten. Aber als Institutioneller bist du eben auch gerne bereit, diese Cost of Carry zu tragen, also hier eine Versicherungsprämie einzuzahlen, weil du ja entsprechend auch im Portfolio noch Aktien oder Risikopositionen long hast und damit dann entsprechend gut abgesichert bist. Aber dieser Versicherungsaspekt ist einer von 2 wichtigen Argumenten. Das 2. Argument ist, Gold steigt deswegen, weil viele physische Produzenten Gold entsprechend am Freitag verkaufen und viele Abnehmer von Gold, wie zum Beispiel die Schmuckindustrie, Gold am Freitag auch erwirbt. Knapp 80% der Umsätze im Spotmarkt, also im realen Handel, finden an einem Freitag statt, weil eben dieses Commodity, und das gilt auch für andere Edelmetalle, am Wochenende verfrachtet wird. Man nimmt also hier das Gold-Exposure, kauft es am Freitag ein, bringt es am Wochenende in seine Fabrik und am Montagmorgen fangen die Arbeiter an zu arbeiten. Und ganz egal, ob es eine Schmuckfabrik in Indien oder in China ist, auch in diesen Ländern gibt es ein Wochenende, es gibt Feiertags- und Wochenendzuschläge. Bedeutet also, es ist besonders wichtig, dass dieser Rohstoff am Montagmorgen in der Fabrik liegt. Man möchte Gold nicht unbedingt zu lange lagern, weil eben entsprechend hier auch, ja, das teuer sein kann, das Gold eben entsprechend zu sichern. Gold ja auch im Preis volatil ist und eben auch, man möchte einfach montagmorgens, wenn die Arbeiter in der Fabrik sind, den Rohstoff da haben. Es bringt nichts, das am Mittwoch zu kaufen und dann vielleicht am Freitagabend verfrachtet zu haben. Und dann liegt es am Wochenende einfach in der Fabrik rum. Das bringt ja relativ wenig. Also Idee, Freitagsgold kaufen. Du siehst es, wie gesagt, hier im Beispiel. Hier hat es einmal gut funktioniert. Auch hier hat es, upsala, auch hier hat es dann wieder gut funktioniert. Und am Freitag hat es besonders gut funktioniert. Du kannst dir denken, ich setze jeden einzelnen Trade um, habe eben hier auch nicht nur die 3 Gewinntrades mitgemacht, sondern logischerweise auch die 3 Verlusttrades. Und wenn du ein guter Trader bist, kannst du das natürlich entsprechend verbessern. Schauen wir uns das mal langfristig an in der Statistik. Pardon, hier siehst du mal die langfristige Statistik vom Friday Gold Rush. In Rot dargestellt die Buy-and-Hold-Strategie, in Blau dargestellt diese einfache Anomalie, nur freitags Gold zu kaufen. Die Daten sind nicht ganz aktuell. In den letzten 4 Jahren hat Long Only hier auch etwas aufgeholt. Sei es drum, was du an der blauen Linie sehr schön im Vergleich zur roten Linie erkennst. Die blaue Linie schwankt natürlich deutlich mehr. Es macht ja auch Sinn. Die blaue Linie schwankt weniger. Es macht ja auch Sinn, weil du bist ja nur einen Tag in der Woche investiert. Das heißt also hier, die Volatilität im Friday Gold Rush ist geringer als bei Buy and Hold im Gold. Also die rote Linie schwankt entsprechend mehr, hat also hier mehr Risiko gehabt bei entsprechend weniger Ertrag. Ein bisschen hat sie aufgeholt in den letzten Jahren, aber trotzdem ist die Volatilität deutlich höher. Der Nachteil sind die Transaktionskosten, aber durch Derivate sind die mittlerweile so gering, dass diese 50 Trades im Jahr in Gold, zweimal ist vielleicht ein Feiertag und der Trade fällt aus, dass diese 50 Trades nicht zu stark und zu teuer sind und deswegen eben hier diese blaue Linie doch deutlich besser ausschaut, für mich zumindest, als die rote. Schauen wir uns die aktuellen Daten mal an. Und da habe ich dir ja schon gesagt, für den Friday Gold Rush ist es so, dass wir seit einem Jahr ungefähr seitwärts laufen. Der letzte positive Trade ist hier noch nicht dabei. Du siehst aber auch, dass wir im Vergleich zur Buy-and-Hold-Strategie deutlich früher neue Höchststände gemacht haben. Was wichtig ist, mit 57% Trefferquote ist das eine Brot- und Butter-Strategie. Das ist nicht besonders gut. Auch der Profit-Faktor von 1,33 weist jetzt nicht darauf hin, dass das hier das beste Trading-System auf der Erde ist, sondern das ist einfach eine richtig schöne Brot- und Butter-Strategie. Wenn du es eben regelmäßig durchziehst, hast du 214% Rendite bei gerade einmal 19% Drawdown, die du hier entsprechend dann auch mitnehmen musstest. Hier ging es über ein Jahr nach unten. Es hat über 3 Jahre gedauert, ehe die Strategie ein neues All-Time-High hatte. Aber wenn du eben clever bist und weißt, wie du die Strategie weiter optimieren kannst, durch Charttechnik, durch Sentiment, durch Seasonals, durch vielleicht auch eine fundamentale Analyse, kannst du eben hier noch mehr aus diesem Trade rausholen. Und genau dazu lade ich dich ein. Nutze diese Analyse, sei am Freitag vielleicht nicht immer Gold Short, denn da spricht die Statistik sehr deutlich gegen dich. Auch die Kausalität, die Logik spricht dagegen dich. Sondern schau dir lieber an, wie du freitags long sein kannst im Gold und das vielleicht ein Stück weit noch optimieren.
Und eine Sache, die ich dir am Ende noch zeigen möchte, wir sind im Gold ja gerade in einer sehr positiven Phase. Zwischen dem 5. Juli und dem 11. Oktober, wir sind genau da mittendrin, ist eben hier Gold auch statistisch gesehen saisonal in den letzten 52 Jahren sehr positiv. Wir haben knapp 6 von 10 Jahren, die es nach oben geht. Und wenn es nach oben geht, steigt es eben deutlich mehr. Wir sind also hier in einer guten Phase, hauptsächlich wegen der Hochzeitssaison in Indien, wo ja auch eine starke Goldnachfrage besteht und jetzt vielleicht auch mehr Käufer einsetzen, weil durch die Pandemie hier die Lieferketten auch ein bisschen enger waren. Also, ich habe dir den Friday Gold Rush vorgestellt. Jeden Freitag Gold kaufen ist ein statistischer Vorteil. Ich habe dir das kausal begründet, weil Gold eine Versicherung ist und der physische Versand am Freitag stattfindet. Natürlich ist es eine leichte Anomalie. Ich habe dir die Statistik gezeigt, die hier auf deiner Seite ist. Du kannst es weiter verbessern und ich lade dich ein, wenn du im Gold-Trading unterwegs bist, einfach mal darauf zu achten, ob freitags vielleicht die Kurse eher überproportional häufig steigen. Diese Beobachtung habe ich zumindest gemacht und davon kannst du als Trader eben sehr gut auch profitieren.